YouTube und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Einstein Sally. Wie ihr eben gerade auch im Intro gesehen habt, ich habe eine Buick-Link-Bestellung bekommen und nicht nur eine, sondern auch gleich drei Stück. Und dementsprechend kann ich jetzt auch endlich mit dem Park als auch mit dem Drive-In fortfahren. Und das ist auch genau das Thema für heute, denn wir widmen dieses Video erneut dem Stadtpark. Wir werden im Stadtpark auf jeden Fall das Set, was ich euch letztes Mal vorgestellt hatte, bezüglich der Lego-Alternative Zembo-Block, dieses Kirschblütenfest mit dem japanischen Park, das werden wir sozusagen in die Stadt integrieren und natürlich auch die Steine, die ich jetzt hier gekauft habe, dort mit einbauen. Ein paar grüne Platten sind mit dabei, ein paar Teile für die Zäune sind mit dabei. Ich habe auch noch diese Teile hier gekauft, die ich bei der Polizeistation einbauen werde. Auch das werde ich heute noch machen. Also das heißt, wir schwenken heute immer mal so ein bisschen zwischen Stadtpark und anderen Gebäuden, um die halt dann wirklich einfach komplett abzuschließen, um dann sozusagen auch bald mit dem Hafen meiner Stadt Buick Week als auch mit der Tankstelle zu beginnen. Und jetzt legen wir los. So, kleines Zwischenfazit. Ich habe die Stadtmauer nun in dem Fall fertig. Ich habe die Jumperplates überall draufgepackt, plus halt die 1x1er Round Bricks draufgesetzt, um halt dort einen guten Abschluss zu bekommen. Damit ist jetzt auch die komplette Stadtparkmauer einmal rum komplett fertig. Und jetzt werde ich Folgendes tun, und zwar dieses Set jetzt hier auseinanderbauen, um das dann dementsprechend hier in den Park zu integrieren. Hier habe ich schon meine ganzen Teile, die ich für den Gehweg brauchen werde. Ich habe vor, von dort hier rum einen etwas gebogenen Weg einzubauen, der dann dort reingeht, und von dort oben geradewegs hier runter, damit man dann hier halt eine Fläche, zwei Flächen und dann hier eine etwas längere Fläche hat. Dann werde ich dieses Set so umbauen, dass wir hier so einen kleinen See haben, der dann mit einem kleinen Flüsschen hier mündet in den Fluss und dann hier in dem Fall in einem späteren Stadtdate-Ablauf dann sozusagen in einen künstlich angelegten Fluss läuft, der dann in das Meer münden soll. Des Weiteren habe ich jetzt noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Ich möchte, bevor ich mich jetzt komplett dem Stadtpark widme, zum einen die Polizeistation noch fertig machen. Ich werde noch diese Gitter hier rumbauen, damit ich da dementsprechend einheitlich alles abgeriegelt habe, und noch ein paar Fliesen draufsetzen, und dann habe ich da dementsprechend auch einen Haken an die Polizeistation gemacht. So, ein schnelles Zwischenfazit, dann widmen wir uns auch sofort dem Stadtpark wieder. Ich habe dementsprechend jetzt das Hauptquartier der Polizeistation fertig gebaut, indem ich jetzt hier diese Mauerfragmente jetzt hier einheitlich umgebaut habe. Diese beiden Gitter waren ja vorher hier gewesen, die habe ich jetzt erstmal provisorisch hier hingestellt. Dann habe ich hier auf diesem Geländer halt noch die Fliesen draufgesetzt, um zum einen mehr Stabilität dort reinzubekommen, und zum anderen sieht es halt einfach besser aus. Also man kann sagen, was man möchte. Wenn man bei Lego Fliesen noch befestigt, sieht es halt einfach besser aus. Genauso wie hier vorne auf dieser blauen Mauer, da habe ich auch nochmal Fliesen draufgesetzt. So haben wir sozusagen jetzt einen kompletten Übergang, was mit Fliesen angeht. Genau, das zur Polizeistation. Dann habe ich noch bei dem Krankenhaus hier eine rote Säule reingebaut, die sozusagen nochmal ein bisschen mehr Befestigung und Stabilität halt mit reinbringt, weil wir auch hier die ganzen roten Säulen haben. Deswegen habe ich jetzt halt hier nochmal eine eingebaut. Und ich habe hier diesen Außenbereich jetzt nochmal fertig gemacht, weil ich hatte ja sowieso vor, hier noch ein paar Sitzmöglichkeiten hinzubauen, damit man halt auch hier draußen sich etwas entspannen kann. Genau, dementsprechend ist jetzt halt die Polizeistation als auch das Krankenhaus komplett fertig, und wir können uns dem Stadtpark wieder widmen.
So, beim Stadtpark hat sich auch einiges getan. Und zwar habe ich zum einen jetzt erstmal den Gehweg, der durch den Stadtpark geht, angefangen zu legen. Der ist natürlich jetzt noch nicht fertig, der wird noch ein bisschen weiter ausgebaut. Das Lego-Alternativset von Sembo-Block mit dem Kirschblütenfest habe ich jetzt komplett auseinandergenommen. Die Bäume und die ganzen Teile liegen hier am Rande. Ich glaube, ich tendiere, wenn ich jetzt halt hier dementsprechend die Flüsse und auch das Meer dann später machen werde, zu diesen Fliesen hier. Das sind, hier sind jetzt zwei Noppen drauf, aber ich meine, in dieser Farbe und in der Konstellation, dass man halt hier dementsprechend damit die Flüsse halt macht. Diese drei Bäume werden dort, dort und dort eingebaut. Dieses japanische Tor, dieses asiatische Tor wird hier hinten eingebaut und dann hat man hier einen größeren Stadtpark, der japanisch angehaucht ist, daher auch halt diese rote, schwarze Stadtparkmauer. Und dann hat man hier zwei äußere Bereiche, wo man halt sich noch mal ein bisschen entspannen kann. Vielleicht werde ich da noch ein paar kleine Geschichten einbauen und dementsprechend hier dann jetzt weitermachen und euch in wenigen Augenblicken das nächste Update zeigen. So, kleines Zwischenfazit. Ich habe jetzt hier den kleinen See, Bach, was auch immer das jetzt sein soll, auf jeden Fall fertig. Man sieht hier wunderbar eine Vertiefung. Das liegt halt daran, dass der Rand hier von diesem Teich oder See mit diesen hellen Krügen ausgestattet ist und dass diese Vertiefung halt mit den normalen Krügenplatten. Daher wirkt das so halt, dass das halt in der Mitte noch ein bisschen tiefer ist. Das verläuft dann auch unter der Brücke lang und wird dann hier dementsprechend etwas klarer. Hier ist dann so ein kleiner Wasserverlauf, der so ein bisschen nach unten geht und hier wird dann mit dieser hellen Fliesen in hellblau werden dann hier dementsprechend dieser kleine Fluss dann immer breiter, der dann in Richtung Meer dann an Breite immer weiter zunimmt. Und jetzt werde ich ein nächstes Update bringen, indem ich halt die Bäume, die ich bei diesem Alternativset von Simbo Block hatte, hier mit einbauen und dann den Gehweg komplett fertig machen. Bis gleich. So, nach 3 Stunden kräftiger, intensiver Arbeit habe ich es endlich geschafft, dass mein Stadtpark jetzt endlich so ist, wie ich ihn haben wollte. Und zwar habe ich jetzt hier einen japanischen Stadtpark gebaut. Er ist fast fertig. Man muss jetzt halt noch bedenken, dass hier jetzt noch Wasserfliesen hinkommen, also diese hellblauen, türkisen Fliesen, so wie sie da schon zum Teil eingebaut sind, damit man halt hier alles mit Wasser gefliest hat. Vielleicht kommen hier so ein paar kleine Wellen mit rein, um so ein bisschen Lebendigkeit mit reinzubringen. Und hier müssen wir auch dementsprechend noch weiterbauen. Also es ist noch nicht ganz fertig, aber der grobe Bereich in der Mitte ist auf jeden Fall komplett fertig. Was ich noch machen werde, da könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich habe ja hier zwei verschiedene Grüntöne. Ich weiß, das sticht so ein bisschen raus, aber in der Nähe, wo es feucht ist, da kann man ja sagen, dass da vielleicht Moos wächst oder sowas. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich habe das jetzt mal provisorisch in der Mitte mal gemacht, den Untergrund mal in einer anderen grünen Farbe genommen. Bei den beiden äußeren Bäumen habe ich das jetzt mal so gelassen, auf diesen grünen normalen Platten. Ich weiß jetzt nicht, was da besser ist. Also ich finde, es wäre besser, wenn man dort das auch in diesem helleren Grün auf beiden Seiten von den Bäumen nochmal drunter austauscht, damit man halt einfach mehr von diesem Grünton hier drin hat. Damit das halt nicht so ein bisschen raussticht, sondern halt den Großteil des Stadtparks halt mit einnimmt. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was ich jetzt hier alles eingebaut habe. Wir haben hier vorne zwei Anlegerstege, wo man halt fischen kann oder mit so einem kleinen Bötchen anlegen könnte. Hier haben wir so ein kleines Häuschen, wo halt in dem Fall die Paddel gelagert werden. Hier habe ich so ein Holzgitter mal hingemacht, einfach mal so zur Sichtschutz, damit nämlich das Ehepaar bzw. das Date, Ehepaar ist es ja noch nicht, zuerst kommt das Date, falsche Reihenfolge in dem Fall, damit das Date halt da ungestört die Zweisamkeit genießen kann. Hier haben wir zum Beispiel einen Fischer, der gerade einen Fisch angelt. Wir haben hier eine Frau, die in einem Kimono hier zum Schrein läuft. Die hat da wahrscheinlich so ein paar Wünsche offen. Hier habe ich das folgendermaßen so gemacht, dass ich diese Platten mit den bedruckten Blüten halt um eins ja erhöht habe, weil ich ja diese unterschiedlichen Tiefen eingebaut habe. Dementsprechend habe ich halt hier einen Höhenunterschied, Focus ist on Point, von einer Plate. Deshalb konnte ich hier so einen kleinen Wasserfall mit einbauen. Ich weiß nicht, ob diese weißen
Teile hier vielleicht ein bisschen zu viel sind, aber ich glaube, das ist für den Geschmack ziemlich ganz gut erstmal. Wenn man dann hier noch weiter ausschließt, dann kann man das dementsprechend hier auch, glaube ich, so schön stehen lassen. Hier hat man noch so ein Eckpavillon, da muss ich nochmal einen Teil in die Mitte reinsetzen. Hier hat man so ein paar Pflanzen gesät, wo auch zwei Leute gerade dabei sind, sich um die Pflanzen als auch um die möglichen Tiere, die hier leben, sich zu kümmern. Bisher wohnt hier, glaube ich, nur zwei Tiere wohnen hier. Ja, gut, den Fisch darf man jetzt nicht mitzählen. Also man hat jetzt hier den Frosch und den Schwan. Mehr hat man in dem Fall jetzt hier nicht. Hier hat man ein Fotoshooting. Da hat eine Frau gerade auch einen Glücksbringer oder einen Wunsch an den Kirschbaum gehangen. Und den Rest zeige ich euch mal aus der hintersten Perspektive. So, von der anderen Perspektive kann man hier auf jeden Fall sehen, dass ich hier einen kleinen Blumenstand hingesetzt habe, auch mit der Minifigur. Da hatte ja jemand geschrieben, dass die Person ja hier gerne eine Blumenverkäuferin ist. Deswegen habe ich das hier auch in den Park eingebaut. Hier kauft auch schon mal jemand ein paar Blümchen ein. Hier habe ich das Tor in dem Fall hingesetzt. Und dort habe ich noch so ein paar Spiele bzw. Spielbereiche hingebaut. Basketball, Fußball, Tor und so ein Ding, was sich halt hier in dem Fall hier so dreht. Und eine Parkbank. Und hier vorne ist nochmal so ein kleiner Verkaufsstand, wo, was weiß ich, Bratwürstchen oder irgendwie sowas verkauft werden. Ich weiß es nicht. Irgendwas lasse ich mir da noch einfallen. Hier hinten die Ecke ist relativ frei. Ich finde, in einem Park sollte auch mal eine Fläche sein, die nicht so zugebaut ist wie der Rest des Parks. Und was man ja auch schon sehen kann, ich habe um den Park herum einmal halt schon mit Fliesen ausgelegt. Und dementsprechend bin ich jetzt hier eigentlich mit dem ganzen Bereich komplett fertig. Und deswegen können wir auf jeden Fall sagen, dass der Park jetzt auf jeden Fall erstmal vorerst abgeschlossen ist, solange bis ich mich dann hier in Richtung des Stadtzentrums bewege, damit ich halt hier diesen künstlichen Flussverlauf weiterziehen kann und dann hier mit den Fliesen dann weiterarbeiten kann. Ihr könnt mal eure Meinung zu diesem Stadtpark in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr diesen Stadtpark? Und was sagt ihr, ob ich diese beiden unteren Platten hier unter den beiden äußeren Bäumen halt noch austauschen soll in dieses Hellgrün? Wenn ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Auch das bitte unten in die Kommentare. Ich würde sagen, im nächsten Video werden wir uns dann in diese Ecke wieder zurückbegeben. Und zwar geht es dann um den Bau des Drive-Ins weiter. Und ich würde jetzt sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch gerne wissen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns im nächsten Stadtupdate wieder. Bis dahin, euer Einstein-Zeli.